Warum ist da was explodiert? Das würde mich jetzt mal interessieren. Das würde mich wirklich interessieren, warum das explodiert ist. Das ist nämlich eigentlich nicht sonderlich von Vorteil. Aber hey, warum ist ja dann auch gleich so viel Basaltkristall? Ich kann gar nicht aufhören abzubauen. Irgendwie, das ist gerade so ein natürlicher Instinkt, weiterzubauen. Dem muss ich nachgehen. Das geht gar nicht anders. Verzeiht bitte. Aber es ist halt so cool. Wann findet man schon mal schwarzen Stein? Ich baue sogar eigentlich, muss ich sagen, ich würde, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ach, egal. Ist auch nicht weiter wichtig. War wohl irgendwas. Irgendeine Vorliebe von mir, aber ich habe keine Ahnung mehr. So. Da, 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 das macht ein verrücktes Geräusch. Ohne Spitze. Platsch, platsch. So. Ich nehme einfach mal ein paar Stacks mit. Die werden hoffentlich reichen. Zur Not wissen wir ja dann, wo wir welches her, wo wir Basalt herkriegen. Ich weiß auch nicht mal gerade Basalt, was das nochmal genau für eine chemische Formel hat, weil ich natürlich von jedem anderen Stein, also von jeder anderen Salzverbindung, die Formel direkt im Kopf habe. Das ist natürlich standardtypisch bei mir. Nein, ich weiß nur leider nicht genau, was Basalt wirklich ist. Deswegen kann ich da leider nichts zu sagen. Sonst weiß ich ja wenigstens etwa, was, wo, wie, wann, wo, wer, was ist. Aber hier weiß ich gerade nicht. Außer es sieht cool. Nein, ich weiß nur, dass es cool aussieht. Und das reicht mir in dem Fall auch. Okay, ein paar kann ich noch mitnehmen. Den Stack kann ich eigentlich noch voll machen. Das ist ja sicher nicht so schlimm. Da habt ihr auch mal nichts gegen. Wir befinden uns ja in einer neuen Folge gerade. Und das ist. Das ist Wasser. Das Wasser. Ich hätte ganz gerne die Coin of Fortune. Dann müsste ich mir nicht diese bescheuerte Meteoritenrüstung machen, beziehungsweise sie ist nicht bescheuert, aber sie ist leider sehr ineffizient, was gewisse Schonung der Nerven angeht. Und ja, das mit Multicore klappt wieder super, wie man sieht. Dann mache ich mal Smooth. Und dann suche ich weiter nach Wegen. Denn ich bin ein Wegefinder. Warum ist hier der Tiefenschatten an? Habe ich den angemacht? Würde mich wundern, warum sollte ich den anmachen? Naja, aber eigentlich hat er ein gewisses Ambiente. Da sind wir hergekommen. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Oh nein. Warum wurde hier alles in die Luft gesprengt? Warum wurde hier alles in die Luft gesprengt? Und Mann, die nerven aber auch echt. Echt? Um das Labyrinth herum sind, ist Endstone. Das ist echt unglaublich. Wusste ich gar nicht. Das heißt, wir können uns auch nicht einfach rausgraben, werte Freunde. Das ist natürlich hier ein bisschen besser gelöst, finde ich, als in etwaigen anderen Dungeons von Better Dungeons. Weil da kann man sich ja einfach quer und querbeet eingraben. Das ist da ja keine große Herausforderung dann mehr. Hier ist das schon etwas anders. Man muss eigentlich auch wirklich den Weg rausfinden, weil sonst kommt man nicht raus, außer man cheatet. Und Lava. So. Da fliegt ein Meteoritenhelm um mich herum. Den brauche ich aber nicht. Du kannst mich nicht anfeuern. Da ist, glaube ich, auch schon der Boss. Nein, ich glaube nicht, aber warum, wenn da ein Pilzgebiet ist, dann ist da irgendwas. So, und jetzt du hörst mal auf, mich anzuschießen. Und ich werde hier noch mein Leben verlieren. Ich weiß es ganz genau. Ich werde hier noch mein Leben lassen. Ich weiß es ganz genau. Und ich hoffe, man hört das Klicken jetzt nicht so übertrieben stark. Ich bin mal ganz kurz ruhig. So.
So, ich kann nur gerade hoffen, dass mein Goldapfel lange genug anhält, weil sonst wäre ich jetzt tot. Ohne meinen Goldapfel. Also das ist auch manchmal ein bisschen nervig hier, diese Massen an Gegnern, die dann einem entgegengeworfen werden. Das ist dezent nervig. Aber auch nur dezent. So, aber endlich Ruhe. Ich esse jetzt mal kurz was. Der Meteoritenhelm kann ja eigentlich weg. Ein Maze Map Fokus, das sehe ich doch gerne. So, Projektil Protection brauche ich nicht. Das ist nicht... Nein. Nicht schon wieder, du einer. Das ist ja wohl. Immer diese Stümper hier. Ich höre doch noch ein. Noch ein bisschen Eisen und ansonsten nichts Interessantes. Oh nein. So, und jetzt fliegt hier immer noch alles um mich herum. Das macht mich verrückt. Und meine Rüstung ist ziemlich in Mitleidenschaft gezogen. Ach, ich hoffe, ich finde bald den Endboss einfach. Dann kann ich hier wieder raus. Das ist gar kein Seil. Schade. Dann kann ich da auch nicht. Ich höre sie doch. Ich höre sie doch. Ich höre sie doch. Diese kleinen Spinnen echt. Die sind echt tierisch nervig. Und sehen auch noch fies aus. Naja, nicht so fies wie beim Misa die Spinnen. Also beim Misa die Spinnen. Hi, der Witzka, du, da hatte ich immer Schiss vor. Aber sowas von. Also die Misa-Spinnen, die fand ich schrecklich. Achso, hier ist noch gar nicht das Endboss-Biom. Hier ist einfach nur gerade ein Zwischenstep. Eigentlich habe ich auch schon alles, warum ich in ein Labyrinth reingehe. Und ich weiß echt nicht, warum hier alles explodiert ist. Ist hier irgendwie... Ist da irgendwie ein Creeper explodiert und dann ist eine Falle da noch mit in die Luft gegangen oder was ist da passiert? Hier war ich... Ach ja, hier bin ich ja am Anfang lang gelaufen. Dann versuche ich mal irgendwie eine andere Möglichkeit, einen Weg zu finden, zu suchen. Beziehungsweise ich versuche auch direkt den Weg zu finden. Das ist nämlich auch manchmal ganz hilfreich. Okay, da gibt's eh nichts. Lass mich in Ruhe. Warum habe ich denn eigentlich... Was habe ich da... Warum habe ich Resistenz und Feuerresistenz drauf? Wahrscheinlich wieder durch irgendeinen Mob, der mir da was gegeben hat. Einfach so mal eben. Okay, okay. Hier komme ich doch her. Das ist jetzt aber nicht so cool. Ich nehme mal eben die Fackeln ein bisschen mit. Einfach damit ich welche hab. So. So. Und dann hoffe ich, ich finde jetzt hier irgendwo mal... Da war ich noch nicht. Das sieht dann schon mal gleich einladend aus, da wo ich nicht war. Da kann es dann ja weitergehen. So ein kleiner Fiesling, ey. So. Und der Rest kann ja ruhig, ihr könnt ruhig weiter rumhoppeln. Das stört mich nicht, auch wenn das Platschen ein bisschen nervt. Na spitze, jetzt finde ich wieder nicht weiter. Ich höre nur einen Zombie, der ja eigentlich gar nichts zu suchen hat. Das ist ein Labyrinth. So, hallo. Ach, Herr Jemini, echt Labyrinthe, das ist... Oh. Ich bin so ein Noob in Labyrinth. Aber da geht's weiter. Aber hier war ich auch schon. Diese Kühe, ne? Die machen mir irgendwie Angst. Ich weiß nicht warum. Sie machen mir Angst. Ich habe Angst vor denen. Und jetzt fliegt ein Zaun um mich herum.
Vielleicht können wir ein Lied singen. Wie gehen nochmal diese Busreiselieder, die man früher in der Grundschule gesungen hat? 11 belegt. Nee. Hä? Wie geht nochmal das mit den belegten Broten? Nicht mein Schwert. Nicht mein Schwert. Nicht mein Schwert. Nicht mein Schwert. Puh, mein Schwert ist noch da. Ich weiß nicht mehr, wie das mit den Broten ging. Das ist natürlich ein bisschen doof, aber nicht zu ändern. Deswegen renne ich jetzt schnell weg. Lasst mich in Ruhe, lasst mich in Ruhe, lasst mich in Ruhe. Ich will euch alle nicht. Ich muss was essen. Meine Potatoes werden langsam rar. Gut, dass ich noch diese Maiswaffeln habe. Na toll, hier finde ich jetzt auch nicht viel. Komm schon, es muss doch noch hier etwas geben. Ohne dass alles um mich herum fliegt, wie in einem verrückten Film, wo die Absicht ist, dass man verrückt wird, weil so langsam werde ich hier verrückt. Gut, weißt du was? Wenn du nicht anders willst, dann mache ich halt so. So. Wenn ich schon mal die Möglichkeit habe, dann nutze ich sie auch. Ich habe ja noch 3 von den Dingern. Okay, ich bin hier. Hallo? Warum genau ist das jetzt explodiert? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich ist da ein kleiner Schleim auf das Ding gehüpft. Das kann durchaus sein. Stimmt, das kann die Erklärung für alles sein. Das ist die Weltformel. Ein Schleim ist drauf gehüpft. Autsch. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Die machen Schaden, du. Das ist unglaublich. So. Das habe ich noch nicht ausgeräubert. Das ist aber koscher von mir. So, das nehme ich noch mit. Das nehme ich auch noch mit. Weißt du, dann kann ich hier auch noch... So, einfach um die Labyrinthsteine mitzunehmen. Falls man sie mal brauchen könnte. Okay, jetzt bin ich hier unten. Hier geht's noch lang. Da war eben ein ganz komisches Geräusch. Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt. Oh nein, nicht du schon wieder. Nicht du schon wieder. Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt. Das klang so wie so ein Frosch oder ähnliches. Wo kommen denn so viele auf einmal immer her? Das ist ja unglaublich. Ihr bleibt schön da. Ich will gar nichts mit euch zu tun haben. Es geht hier echt in die verwinkelsten Richtungen. Da ist der Endboss. Ich habe ihn gefunden. Hervorragend. Das heißt, ich kann gleich in Ruhe hier wieder rausgehen. Ach, endlich. Und ich habe genug für Charm of Keeping 2. Das freut mich sehr. Das mache ich mir dann auch mal gleich. So, Charm of Keeping 2. Damit behält man die Inventarleiste und die Rüstung an. Das heißt, die wichtigsten Sachen in die Inventarleiste legen. Das heißt, ich lege jetzt gerne das hier in die Inventarleiste. Das brauche ich nicht mehr, das brauche ich nicht mehr, das brauche ich nicht mehr, das brauche ich nicht mehr. Brauche ich sonst das Iron und Ingot kann eigentlich auch weg. So.
Ihr kleinen Verrückten, ihr seid welche. So, jetzt hat sich aber ausgeschleimt hier. Da ist wieder was in die Luft geflogen. Hilfe! Hilfe! So, collect, collect, collect. So, seht ihr, da ist der große Minotaurus drin. Oder eine Pilzkuh. Und den großen Minotaurus. Nee, weißt du? So,